Das war schon in früheren Untersuchungsausschüssen so, dass man im Grunde die Frage, wer im Ausschuss zu erscheinen hat, in die Disposition der parlamentarischen Mehrheit gestellt hat. Und Rot und Schwarz macht natürlich das, was der Regierung nutzt und nicht das, was der Regierung schadet. Und im konkreten Fall hätte Faymann unbedingt vor dem Untersuchungsausschuss aussagen müssen. Alleine aber der Umstand, dass er nicht gekommen ist und sich geweigert hat und dieses eigenartige Versteckenspiel veranstaltet hat, sagt ja auch sehr viel aus. Oft ist keine Antwort auch eine Antwort. Die Verweigerung zu kommen ist oft auch ein Schuldeingeständnis. Und ich glaube, der Herr Faymann wusste schon, dass wenn er vor dem Ausschuss zu erscheinen hätte, dann hätte er wahrscheinlich sehr, sehr unangenehme Fragen in einer für ihn eher peinlichen Form beantworten müssen, unter Umständen sogar in einer strafrechtlich relevanten Form. Meinen Sie, dass Bundeskanzler Werner Faymann zurücktreten muss? Nein, er wird vom Wähler die Quittung dafür bekommen. Popularität Faymanns hat ja schwer darunter gelitten, dass er sich geweigert hat, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen, und das geschieht ihm auch recht so.